Was bei einem Profi vorrangig beim Putten ist, ist ein stiller Kopf. Er möchte auf gar keinen Fall seitliche Bewegung haben, was dann dafür sorgt, dass das Treffen, was auch beim Putten wichtig ist, nicht konstant ist. So, ich schlage vor, dass du zu Hause, auch indoor, Folgendes trainierst. Mache ein paar kurze Putts, also 1,5 Meter Putts, und dann stehe auf einem Bein. Auf welchem Bein ist es egal, das muss dein stabiler Bein sein, schlage ich vor. Das ist bei mir Rex. Und dann versuche einfach von da zu lochen. Nur was, das ist wirklich schwierig, und was das mir bringt, ist, mein Gleichgewicht wird jetzt sowas von trainiert, und ich versuche so still wie möglich zu bleiben mit meinem Kopf, und so kann ich eine viel bessere Puttbewegung ausführen. Wenn ich das genug gemacht habe, auf beiden Beinen stehe, dann merke ich sofort ein viel besseres Gefühl und viel bessere Balance, und ich kann viel, viel besser pendeln. Mach ruhig mal 100 Stück hintereinander, und du wirst forciert, still zu bleiben, und das wird gut sein für dein Putten in dem kommenden Jahr.